So, dann schauen wir mal, wo es denn weitergeht. Im Studi... Ach, das ist das Studierzimmer und nicht das Jägerzimmer. Und das ist das Gewächshaus, alles klar. Gut, wir gehen zurück ins Studierzimmer und studieren mal... Aha. Scherben entfernen. Moment. Wir haben ja auch einen Bogen. Ach Quatsch, jetzt ernsthaft? Wie, das war's? Brieföffner? Vielleicht ein Anhänger, ich bin mal gespannt. So, hier waren wir doch, glaube ich, noch gar nicht drin. Oh! Ui, ein kleiner Schreckmoment, das finde ich mal richtig gut. Eine Art Dunkelkammer nehme ich an. Ja, das würde ich mal auch vermuten. So, bekannte Gesichter, ein Beweis für eine weitere Gräueltat Bertrams. Naja. Das ist ja der Butler. Das müsste Luisa sein, das ist Bertram. Der Butler musste ihm vielleicht helfen. Ach, man weiß es immer nicht so. Foto. Entwickler. Wo ist meine Fotoplatte hier? Wo kommt denn die hin? Ja, du hast doch Fotoplatte. So, und wohin? Achso. Achso, komm. Ernsthaft. Oh, pack rein. Ey, sowas Dummes. Oh. Was nun noch? Bin ich hier ein Fotograf oder was? Nee, wozu braucht man 4-mal Entwickler? Tauche die Fotoplatte in die Schale mit Entwicklerlösung, bis die Farben auf der Anleitung entsprechen. So. Brauchen wir gelb? Ich warte jetzt einfach da rein. Gibt's da jetzt auch einen Sinn irgendwie? Fast, ne? Keine Ahnung. Och nee, jetzt ernsthaft? Oh. Ey, wir machen nochmal. Einmal. Zweimal. Ich wollte gerade sagen, ich erkenne den Sinn dahinter leider nicht. Oh nein, das... Nein! Wie cool ist das denn? Anstatt ganz allmählich etwas Lebensenergie abzuzapfen, hat Bertrams Maschine den Leuten die alle Lebensenergie genommen. Alle waren sofort tot, nur der Butler überlebte. Ja, wie cool. Also, ja, beste Szene ever. Okay. Wie, das Bild kann ich nicht mitnehmen für meine Sammlung? Verdammt. Aber wir haben eine lange Pinzette, dann können wir doch bestimmt nicht. Auch nicht. Auch nicht. Warte mal, ich habe doch einen Bogen. Hier. Was brauchen wir denn hier? Pfeile. Guck mal, hier sind doch Pfeile. So. Toll. Lange Pinzette, Brieföffner, Opernglas. Ah ja, warte mal. Lange Pinzette. Help!
Jessie, nein, ich rette dich, oh Mann. Also den nehmen wir aber nicht nochmal mit zur Geisterjagd, das weiß ich aber jetzt schon. Der ist ja zu nix Nutze. Ich muss die Zahnräder anhalten, damit die Tentakel Jessie loslassen, aber wie kann ich sie von hier aus zerstören? Vor allem, fällt dir denn auf den Boden? Ich weiß nicht, ob mir das nicht so gut gefallen würde. So, schieße den Pfeil ab, wenn sich das Fadenkreuz über den Zahnrädern befindet. Hallo, getroffen? Achso. Hey, wo ist denn das Fadenkreuz? Moment. Wähle den Köcher aus. Achso. Ich hab nicht getroffen, verdammt. Ach, komm schon. Vor allem wie ich da. Hä, was muss ich denn? Ich treffe doch hier, oder nicht? Und der trifft hier. Ist schon wieder so ein Herz. Wollen wir auch Jessie erschießen? Oh. Margie, it was awful. I can't climb this wall. Leave me. Save yourself. Würde ich ja gerne. Du kommst mir ja mal dazwischen. Gut, okay, wir gucken mal, ob hier irgendwie ein Geist oder sowas ist. Geisterhafte Aktivität. Was suchen wir denn eigentlich? Ach, guck mal, so ein Schalter. So. Da ist ein versteckter Hebel. Oh, Luisa. Ja, danke schön. Den Hebel habe ich auch gerade gesehen. It looks like something's hidden here. A fan? Oh. This tower must be a wind tunnel. The fan's missing some parts, though. Finde 10 Ventilatorenstücke. Aber ist es nicht ratsamer, wenn du da mal schnell reinspringst? Ich meine, das solltest du doch schnell treffen. Bevor der Ventilator wieder zusammengebaut ist. Ja, ich sehe leider noch nicht so gut. Sonne blendet mich hier gerade. I know how I can use it. Ach Quatsch jetzt. Jump! Wieso soll ich springen? Spring doch selber. Also nein. Also. Okay, ist beste Szene im Esszimmer. Wie er da... Oh. Gott, wo bin ich denn hier? Also, das ist selbst für ein Wimmelbild zu blöde. Wieso soll ich springen? Spring du doch da raus. Mein Gott. Das war ja jetzt mal richtig dumm. Naja, dumm. Also, nee, das war... Keine Ahnung, was das war. So, hier ist der Butler. Nehme ich jetzt mal an. Oh, wir suchen eine Farbpalette. Ach, schade, schade, schade. Jetzt wird's lächerlich halt einfach, ne? Wo ist denn die Farbpalette? Kann ich gar nicht konzentrieren. Ich komme gar nicht drüber hinweg. Hat der Butler etwa Stillleben gemalt? Nein, aber Luisa. Sie hat aufgezeichnet, wie die Maschine funktioniert. In Aquarellmalerei. Naja, so ähnlich. Dieses Gemälde hat unser Geist gemalt. Aber warum hat sie es nicht vollendet?
Leider weiß ich nicht, welche Farbe wohin soll. Lass ich das Bild ausmalen, kannst aber knicken. So, es könnte sich um eine Art Griff handeln. Was? Echt jetzt? Ja, schön. Ich nehme mir natürlich... Drücke auf die Knöpfe, bis sie die gleiche Farbe hat wie auf der Zeichnung. Was, Gadi? Willst du auch mal lachen? So, und grün. Grün, rot, blau. Rot, blau. Achso, das war's schon. Oh, ein Glöckchen. Oh, ein Stickrahmen. Oh, was nehmen wir denn noch alles mit? Mit einem Netz könnte ich daraus einen Kescher machen. Okay, wir brauchen einen Kescher. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber egal, wir gucken erstmal hier. Hurry, Margie! The professor doesn't have much time! Welcher Professor? Hä? Der Professor? Puh, es scheint, Jesse hat es geschafft, den Prozess zu verlangsamen. Welcher Professor? Ist doch nicht der Vater. Okay, was müssen wir denn jetzt machen? Geht das vielleicht? Oh nein, durch das Glas geht es natürlich nicht. Ach so. Ja, was mache ich denn jetzt? Oh. Der Mechanismus liegt hinter der Wand. Ich werde versuchen, ihn zu zerstören und die Kabel rauszuziehen. Ach so. Ja, dann mach mal. Ja, ich habe die Energiequelle der Zahnräder gefunden. Setze die Kabelstücke auf die Felder oder tausche sie aus, um die Zahnräder links an den Strom anzuschließen. Moment, jetzt muss ich mal Katze gehen, mal ein bisschen zur Seite. Ich muss mich konzentrieren. Setze die Kabelstücke auf die Felder oder tausche sie aus. Zahnräder? Aha. Okay. Skadi. Komm, leg dich hier hin. Aber ist das jetzt hier nicht angeschlossen? Ja, aber... Also warte mal, das muss ja hier dann lang. Kabel sind gefährlich. Machen wir doch mal. Naja, aber wo ist denn jetzt das Ende? Ich frage mal für einen Freund. Das jetzt dahin mache. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Also hier kann man nichts draufsetzen. Aber was soll man denn dann machen? Den hier? Kann man auch nicht. Achso, jetzt bewegt sich gar nichts mehr. Ja, ja, ist klar, die Verbindung ist unterbrochen. Aber der müsste doch eigentlich nur getauscht, also hier gedreht werden. Ich kann den nicht drehen. Aha. Nee, es hat ja so keinen Sinn. Den... Ja. Komm schon, wo muss denn das T-Stück hin? Also, sinnvoll wäre das hier. Aber ich glaube, das wäre zu einfach. Ist das bewegt? Ja, es ergibt irgendwie keinen Sinn. Kann ich das T-Stück? Hä? So. Vielleicht kann ich das nur hier ran machen. Ich glaube, den hebe ich mir mal kurz auf.
Machen wir den mal so. Machen wir so. Nee. Nektar. So. So. Naja, wir müssten den hier anders haben. Ja, ich brauch den hier. Ach, geh doch nicht immer zurück. Ja, jetzt habe ich aber leider immer noch nichts gewonnen. Hier kann ich den ja nicht einsetzen, wahrscheinlich. Doch, kann ich. Ja, was mich auch nicht weiterbringt. Mal so. Und so. Zählt uns nur noch hier eine. Was für ein komisches Spiel. Nee, da brauche ich gar nicht zurückgehen. Nee, so funktioniert das auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich das T-Stück hier nicht... Also ich würde es gern drehen. Das so machen. So. Ach, dann bin ich bei dem hier. Das ist ja auch blöd. Nee, das nutzt mir gar nichts. Dann müssen wir... Nee. Ah, der geht dann immer zurück. Es tut mir leid. So. Und du so. Boah, ich dachte schon, das wird gar nichts mehr. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, aber... Boah. Try using the amulet on the energy field. Jetzt sehe ich andauernd Kippnippen und dann eine große Klappe haben. Thanks. Ach, es war Vater. Now, let's get out of here. I'm not sure how to get down from the tower. Ja, bitte, Vater. Lass dir doch von Jesse vom Turm helfen. Ich nehme jetzt erstmal ein Kleid. So, hier könnt ihr etwas nähen. Ich bräuchte nur Stoff und ein Muster. Hier haben wir natürlich nichts. Muster? Nee. Hätte ja sein können, ne? So, was haben wir denn? Ach ja, stimmt ja. Wir brauchen Stoff. Naja, macht's gut, ihr beiden Luschen. Geht's hier erstmal. Ach du. Hier ist also die arme Luisa gestürzt. Ach, guck mal, ich kann alles abbauen hier. Hä, woher weiß sie denn, dass die gestürzt ist? Ach, und das müssen wir... Na toll. Das müssen wir nähen. Kann heiter werden. Ich brauche hier mein Netz. Muss mal alles anmachen hier. Ich muss ja auch irgendwie anzünden. Ja, ich bin auch schon dabei. Ich mache jetzt erstmal einen Kescher. Kann man immer gebrauchen. So. Also. Ich weiß da noch nicht wofür. Das müssen wir noch ausmalen. Was für eine grausige Erfindung. Hoffentlich nehmen die nicht die Verfolgung auf. Eieie. Vor allem da oben zu nähen. Hier ist schon wieder so ein Herz. Ich schau mal auf die Karte.
Oh, hier ist was zu tun im Turm. Na, sowas. Muss ich jetzt mit denen sprechen? Nee, sie lang nicht. Ah, nee, warte, da müssen wir... Irgendwas muss ich doch bestimmt holen mit dem Kescher. Da muss ich das hier... Hä, das habe ich doch vorhin schon draufgelegt. Male das Gemälde aus. Ja. Hab ich. When I saw Bertram using the machine to take away people's energy, it all made sense. That's how he gathered the energy to heal me. I couldn't bear it, so I ran away. I never wanted to see him again. How could he? The cost of healing me was too high. I ran away in tears, and I stumbled. Bertram tried to catch me, but couldn't. He was left alone in our house with that dreadful machine. Ach, so ist sie gestürzt. Das ist ja übel. Also, geht so. Ja, es würde mich natürlich auch erschrecken, wenn mein Mann so eine komische Sache machen würde. Ist ja klar. So, die Frage ist jetzt... Hat sich gerade erledigt, das ist unser Schnittmuster. Haben wir nur noch Stoff. Okay. Ach, da haben wir doch Stoff. Ob wir erstmal mitnehmen. Okay, wir haben... Oh nein, die Puppe. Sieht ja jetzt auch mal nicht gerade sehr zum Liebhaben aus. Sauglocke, Flagge. Okay. Denke mal. Nein. So, und jetzt erstmal nehmen. Ach, das muss ich auch noch selber machen. Drücke den Pfeil, um den Stoff zu drehen. Wenn das Muster im richtigen Winkel liegt, drücke auf den mittleren Knopf, um zu nähen. Wie näht denn so eine Maschine? Vielleicht so? Auch nicht? Auch nicht? Wie, der Winkel stimmt nicht? So? Nur einmal im Kreis. Es tut mir leid. So, die Nadel steckt wohl zu tief drin. Wie bekomme ich sie da raus? Der Sauglocke? Achso, nein, wir haben sie auch so rausbekommen. Nadel und Faden und ein Flicken. Mann, Mann, Mann. Mit den Ballon. Würde doch jeder fliegen. Ja, gut. Können wir die beiden da lassen? Ich frag noch mal so. Achso, die müssen wir noch anzünden. Warte mal. Opernglasglocke. Womit zünden wir die an? Ich weiß auch gar nicht mehr, was das hier sollte. Gut, wir brauchen Feuer. Hier ist Feuer. Ey, was stand da gerade im Moment? Balkon. Ach, das ist der Balkon. Ja, gut. Na, geh mal zu. Na, geh mal zu. Hä? Okay, ich dachte schon, es ist abgestürzt. Ja, schön. Also hier können wir irgendwas machen. Ich muss sie anzünden. Hey, er hat eine Fackel. Hier ist nichts weiter. Ich muss sie irgendwie anzünden. Ach, warte mal. Wow. Wir nehmen das Sonnenlicht.
logisch, ne? Come on, Margie. Get in the basket. There's too much weight. The balloon won't go far. Ja, dann steig doch aus, alter Mann. Ey, die beiden Pappnasen kriegen nichts gebacken, aber sind die Ersten, die sich in den Ballon setzen. So, dann lasst uns mal gepflegt abstürzen. Ey, der Sound ist unmöglich. At least we got out of the house. Let's get the van and leave. Neue Aufgabe, verlasse die Insel. Fahre VW-Bus. Bring die Straße hier um. Vor allen Dingen, wie weit sind die bitte geflogen? Hier ist das Haus. Ja, das war mal eine Ballonfahrt. Sehr aufregend. Schade, dass sie nicht weitergekommen sind. Okay, Efeu. Ja, ich habe eine Glocke. Ich weiß nicht, was wir damit machen können. The crow took the key. How can we start the van now? Keine Ahnung. Guck da in den schlauen Büchern aus. Tut mir voll leid. Oh, das schöne Spiel, ja, das hat wirklich, du wirst mich nie verlassen, du wirst für ewig mein sein. Ach du, diese Drohnen. So, das Hartanwesen wartet auf dich. Nee, danke, von der Insel habe ich erstmal genug. Scheibenwischerknopf, ganz wichtig. Na gut, dann gucken wir doch mal. Da komme ich nicht ran. Nur. Komm. Geh doch einfach. Das funktioniert nicht. Ist euch schon was eingefallen? Nee, ne? Oh. Ach du, Schlüssel. Verschlossen. Nehmen wir noch einen. Ne? So, welches ist denn jetzt der richtige? Muss ich denn das wissen? Also, ich nehme den mal. Ach ne, wir brauchen Paare. Alles klar. Streichhölzer. Ich verstehe. Gut, dann nehme ich mir mal die Leiter. Vor allem blaues Efeu? Ich weiß ja nicht. Gutchen. Also, das ist ja schon süß, ne? Essen ist fertig. Also, eins muss ich ja mal sagen, sie ist ja überhaupt nicht zimperlich. Sie hat ja bislang in jedem Dreck gefasst. Well done, Margie. Let's go. Ich frage mich, ob das Spiel zu Ende ist. Und ich muss fahren, natürlich. Naja, ist vielleicht eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Erstmal den Wagen anlassen da. Ach du meine Güte. Oh nein, nicht aussteigen. Nee, nee. Weg hier. Das Auto hat lange genug gestanden. Entsprechend sieht die Scheibe aus. Ob die Scheibenwischer funktionieren. Ja, wir haben doch. Willkommen bei Speed. Lassen Sie nicht den Highway. Sie dürfen nicht langsamer werden. Oh mein Gott. Okay, wir haben gleich die Abschlussrampe erreicht. Oh. Tja, was soll ich sagen? Dem Heißluftballon ist alles. Margie, I'm terrified of dogs. Can you chase it away? Hilf deinem Vater und Jesse nach dem Unfall. Ich weiß nicht, kann ich den nicht auch in den Fluss werfen? Nein! Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, ich brauche erstmal eine Pause. Nein, nein, nein. Ach so, schade. An sich wirklich eine richtig coole Geschichte.
wenn die beiden Luschen nicht wären. Ich habe Angst, Hohen. Kannst du mir bitte helfen? Was bist du denn für ein Lappen? Also wirklich. Gut, Vater liegt erstmal ohnmächtig da, der kann nichts anrichten. Aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mich nicht allein. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.